Ja, hallo liebe Zuschauer zusammen. Heute ist es mal wieder Zeit für ein Klartext-Video, beziehungsweise ein Jetzt spreche ich oder wie auch immer man das Format nennen will. So, immer weiß ich es noch nicht wirklich. Aber das Thema, das ist mir durchaus bewusst, und zwar geht es heute mal um das Thema Kontributoren, Wargaming, Sir Foch natürlich, Circumflexes und so weiter und so fort. Ich erkläre jetzt mal ganz kurz vielleicht, was passiert ist für die einen oder anderen, die es nicht wissen. Sir Foch ist ein englischer oder war ein englischer Community-Contributor, der durch Streamen sehr bekannt geworden ist, hat auch sehr, sehr viele Zuschauer, wenn er streamt, und auf YouTube natürlich ebenfalls. Und er hat Content zu World of Tanks gemacht, beziehungsweise offiziellen Content bekommen, wie zum Beispiel den Chrysler K. Und wurde dann nach dem letzten Video, was er dazu gemacht hat, aus dem Kontributorenprogramm gestrichen. Soweit bin ich auch ganz ehrlich, finde ich es absolut richtig, was Wargaming gemacht hat, nämlich ihm aus dem Programm zu streichen, weil allein in einem 1 Minuten 30 Video, wenn man jetzt mal die 10 Sekunden Vorspann mal weglässt, 14 mal Fuck vorkommen zu lassen und das Ganze mit den Worten Fuck you Wargaming zu beenden. Jetzt Jungs und Mädels, da brauchen wir doch nicht reden. Selbst wenn er dafür bekannt war, dass er mal ein bisschen salty ist oder sowas. Aber das ist doch keine Argumentation zu sagen, ja, das ist super, was er gemacht hat. Das ist, man muss dazu sagen, als Kontributor ist man kein Angestellter von Wargaming. Man darf sie kritisieren und soll sie auch kritisieren dürfen. Das ist Meinungsfreiheit, das gehört dazu. Aber nur weil ich zum Beispiel bei mir in der Arbeit oder wo auch immer, und wenn es hier beim Rewe ist, wo ich Kunde bin, und sage, hey du verschissene Wurstfachverkäuferin, gib mir mal den verschissenen Käse und dazu will ich noch eine verschissene Leberwurst haben. Aber mach schnell, du Hure. Sind wir uns doch mal alle ehrlich, das geht doch nicht. Das mache ich nicht. Das ist weder cool, noch irgendwie ist es sozial gefügig und sonstiges. Wenn ich aber sage, hallo Wurstfachverkäuferin, gestern den Käse, den du mir da verkauft hast, der ist aber abgelaufen gewesen. Das finde ich nicht cool, du, das macht man nicht. Das ist Kritik, die ist berechtigt, die ist sachlich vorgetragen und sie hat verstanden, um was es geht. Und so weit finde ich es auch bei Wargaming. Also wenn ich beleidigt werde, ich persönlich, dann sage ich auch nicht, oh, ganz herzlichen Dank, das ist aber schön, dass du das so sagst. Ah, ich soll mich ficken, ach, das ist aber nett. Sondern natürlich reagiere ich dementsprechend auch so. Also, so weit muss ich sagen, dass es dann einen Aufschrei gegeben hat und dass die Leute dann sagen, oh mein Gott, der ist entlassen worden. In welcher Welt lebt ihr denn? Natürlich ist Wargaming eine Firma und natürlich will Wargaming, dass ihr Spiel gut dasteht und sie als Firma gut dasteht. Und wenn ich einen Partner habe, der mich dann beleidigt, wie kommt denn das rüber? Sowohl bei den Spielern, als auch vielleicht bei meinen irgendwie Mitpartnern oder sonstiges. Das ist doch klar, dass das dazu führt, dass ich sage, hey, das passt nicht, das geht nicht. Also soweit muss ich sagen, für mich war es eh schon ein Wunder, dass Sir Foch nicht reingekommen worden oder dass Sir Foch reingekommen ist und andere Kontributoren oder Anwärter auf den Kontributorentitel, die genauso ticken, wurden aufgrund dessen nicht reingenommen. Gibt es im deutschsprachigen Raum zum Beispiel welche. Also jeder, der weiß, wen ich meine, der weiß, aufgrund dessen hat er den Kontributorentitel bekommen. So, soweit, so einfach, sage ich mal, zum Thema Sir Foch. Jetzt kommt aber noch ein erschwerendes Thema dazu. Und das ist nämlich Wargaming. Weil, da muss man jetzt dazu sagen, Wargaming macht es auch verdammt leicht. Die sagen, Sir Foch, du kannst uns doch nicht so beleidigen. Du bist jetzt aus dem Kontributoren geworfen oder wirst jetzt rausgeworfen. Aber der war ja schon immer so. Sir Foch war schon immer so dieser salty guy, der am liebsten Fuck gesagt hat. Also warum er den überhaupt reingenommen hat, da muss ich mich dann auch wieder fragen, hey, wisst ihr was ihr genau macht und sonstiges? Aber das ist vielleicht eine Ausnahme. Was aber das Allerschlimmste ist, und dazu komme ich jetzt, einem YouTuber hier zu sagen, boah, wenn du das Video nicht runternimmst, gibt's einen Copyright Strike. Hallo, geht's noch? Und dann zu sagen, ja, es gab ja dazu viele Forumsbeiträge und auch Wargaming selber hat sich dazu geäußert. Und dann in Form von Florian Mentel, das ist der Head of Community, also der Community-Chef, kann man sagen, der dann sagt von wegen, nein, das ist nie passiert. Copyright Strikes wurden nie angedroht. Und plötzlich zaubert Sir Foch einen Screenshot heraus, wo Fehlern, das ist der Community-Manager, wenn ich mich nicht recht falsch erinnere, von im englischsprachigen Raum, wo er sagt, hey, wenn du das Video nicht runter tust, dann gibt es einen Copyright Strike. Also da muss ich sagen, das ist Bullshit. Entweder der eine weiß nicht, was der andere macht, oder es wurde die Unwahrheit gesagt. Und beides ist Quatsch. Und das ist so, wo ich dann wieder auch sage, Jungs und Mädels, bei Wargaming,
denkt mal bitte auch drüber nach, wie er agiert. Erst den überhaupt reinzunehmen, obwohl er so ist, wie er ist, wo ich weiß, okay, der hat einfach diese Attitüde. Und dann den für diese Attitüde noch bestrafen zu wollen und sozusagen YouTube-Karriere zu löschen, zu killen, weil nichts anderes macht so ein Copyright-Strike, das kann ganz schnell das Thema Ende für den Kanal bedeuten. Da muss ich auch sagen, geht's noch? Also, da muss ich sagen, das sind so meine Gedanken gewesen und die wollte ich jetzt euch einfach mal mitteilen, weil es für mich da eben zwei Parteien gibt, die beide falsch gehandelt haben. Da war jetzt nicht nur Sir Foch schuld, auch Wargaming war schuld und man sieht auch bei Wargaming, dass sie da sehr schnell vorschnell gehandelt haben, weil auch Circumflexes war kurzzeitig aus dem Programm gekickt worden. Das als einer der ersten Kontributoren überhaupt und das auch praktisch so ohne Vorwarnung. Der hat keine Vorwarnung bekommen, der war nicht angezählt, laut eigener Aussage, ich habe mir die Videos dazu angeschaut und wird dann gesagt, so während der Stream so, ach und übrigens, du bist aus dem Kontributorenprogramm raus. Da hat er ein bisschen geschrieben, ein bisschen gechattet und sie haben auch bei War gemerkt, okay, das war jetzt ein bisschen vorschnell und er hat auch dann das Video gelöscht, was sie wollten, wo es ihm nicht gepasst hat. Aber wie gesagt, da muss man sagen, mehr Fingerspitzengefühl bei allen Parteien gehört dazu und auch wenn ich hier bei mir häufig auf Facebook oder auf der Homepage gelesen habe, ja, das ist halt so, aber der ist so und das finde ich geil. Wie gesagt, für mich gehört sowas weder ins Internet, weil ich nicht diese Attitüde ficken, 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 Arsch, 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 depp, depp, depp lebe, sondern wenn ein Kritik hat, dann sollte man sie konstruktiv vortragen können, weil ansonsten ist man einfach nur ein eher bemitleidenswertes Stück Mensch. Und dementsprechend muss man da sagen, ja, ich kann es nicht nachvollziehen, warum so viele ihn schützen. Ich kann aber nachvollziehen, dass man sagt, Wargaming hat da ganz klar überreagiert. Ich hoffe am Ende des Tages, dass Wargaming in Zukunft bei ihren Partnern, sage ich mal, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl beweist und gleich so auswählt, wie sie es von Anfang an haben wollen. Mehr Fingerspitzengefühl dahingehend macht, dass sie bei Androhung von Strafen so agieren, wie es sich gehört. Und ich hoffe, dass Kontributoren oder Ex-Kontributoren wie Sir Foch auch ein bisschen sich überlegen, wie sie zum Thema Community beitragen. Weil ich glaube, ich habe es in der Vergangenheit auch schon einmal gesagt. Die World of Tanks Community ist teilweise richtig scheiße. Es gibt absolute Spasten in dieser Community. Und dazu hilft es jetzt nicht, wenn man jemanden feiert, der das im Prinzip glorifiziert und auch darstellt. Aber gut, das ist vielleicht wieder eine eigene Meinung und am Ende bin ich wieder alleine damit und bekomme wieder ganz viele Daumen runter. Wäre ja nichts Neues, aber das war mal meine Meinung zum Thema und ich dachte, die lasse ich euch mal heute zukommen. Ja, ansonsten sagt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Bitte bleibt sachlich, ich würde mich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüssikowski, euer Alkanova.